Herzlich willkommen zur Vorstellung meines geliebten Bootes, dem Nitro Z17. Dieses Boot habe ich seit etwas über einem Jahr. Und mit seiner Länge von 5,28 Meter und seiner Breite von 2,29 Meter ist es mir ein treuer Begleiter in allen Angelsituationen gewesen. Maximal motorisierbar ist das ganze Setup mit 115 PS und in diesem Fall ausgestattet mit dem Mercury 115 Pro XS Common Thrust. Und mit diesem Motor schafft dieses Boot eine Geschwindigkeit von über und deutlich über 80 km/h. Im vorderen Teil des Bootes findet ihr drei große Staufächer, zwei, in denen ihr entweder eure Utensilien, eure Angeltaschen, euer Zubehör oder auch Routen unterbringen könnt und eins speziell für eure Lieblingsrouten oder für die Routen, die schnell griffbereit sein müssen. In diesem Fall ausgestattet ist es mit der feinsten Hummingbird-Technik und dem Mikota Terova Riptide, der auch für Salzwasser geeignet ist. Eure Lebensmittel könnt ihr in diesem Fach unterbringen. Im hinteren Teil des Bootes befindet sich ein Lifewell, das zweigeteilt ist und das ihr mit Frischwasser füllen könnt. Des Weiteren habt ihr auf beiden Seiten des Bootes zwei große Klappen, in denen sich Kisten befinden, wo ihr eure Angelboxen unterbringen könnt und sie gegebenenfalls mit nach Hause nehmen könnt. Am Steuerstand haben wir in diesem Fall ein Hummingbird Helix 10 verbaut und wie ihr sehen könnt, sind alle Anzeigen immer noch gut sichtbar. Also, wie ihr sehen konntet, wer nicht nur auf der Suche nach einem geilen Angelboot ist, sondern auch noch hin und wieder Spaß haben möchte beim Fahren, der ist beim Nitro Z17 richtig aufgehoben und das bekommt ihr bei Rheinland-Boote.